Nur ein Wechsel beim FC Zürich nach dem schwachen Auftritt in Sion. Zumberi ersetzt Odei. Rotation hingegen beim FC Basel. Gegenüber dem Sieg gegen St. Gallen kommen gleich 5 frische Kräfte zum Einsatz. Und frischer wirken die Basler von Beginn an. Van Wolfswinkel mit der ersten Großchance. Die Zürcher zu wenig präsent, der Niederländer verpasst um Haaresbreite. FCZ-Trainer Ludovic Manja mit Sorgenfalten. Zumal sich am Spielgeschehen nichts ändert. Zuffi mit Zeit und Platz. Campo versucht's mit List. Die Gäste erspielen sich Chance über Chance. Das Heimteam hat dem starken Kombinationsspiel bislang nichts entgegenzusetzen. Erst in der 14. Minute können sich die Zürcher einmal aus der Defensive lösen. Bangura mit schönem Steilpass auf Relifi. Immerhin ein Lebenszeichen von der Offensivabteilung. Doch das bleibt ein Strohfeuer, Basel weiterhin dominant. Schömert. Unglaublich, wie viel Freiraum der Basler bei diesem Standard genießt. Marcel Koller kann bisher nur die mangelnde Effizienz seines Teams kritisieren. Nächster Eckball, nächste Chance, aber sicher. Der Ball landet zunächst am Pfosten und dann doch noch hinter der Linie. Aber das Tor zählt nicht. Schiedsrichter Klossner hat einen Foul von Suchi an Maxö gesehen. Glück für Canepas FC Zürich in der 24. Minute. Die Zürcher können das Geschehen nun etwas beruhigen und kommen zu einem Freistoß. Der junge Zumberi traut sich etwas. Richtig gefährlich wird's aber nicht. Kurz vor der Pause nochmals die Basler mit Kalulu. Der setzt sich schön durch. Widmer. Zuffi. Mit 2 Versuchen. Puh, viel Dusel und ein starker Brecher verhindern die Führung für die krass überlegenen Gäste. Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs eine knifflige Szene im Basler Strafraum. Domjoni kommt zu Fall. Was ist passiert? Der Zürcher ist zuerst am Ball, als ihn Zuffi von hinten trifft. Den Elfmeter hätte man geben können, wenn er auch streng gewesen wäre. Dann wieder der FCB mit Zuffi. Und frei setzt der Nachschuss knapp neben das Gehäuse. Immer noch 0:0. Doch der FCZ jetzt stärker. Relifi schön auf Sissé. Gut aufgepasst von Omlin. Wie es halt manchmal gehen kann. Just in die beste Phase des Heimteams fällt dieses Traumtor für die Gäste. Das 0:1 in der 54. Minute. Schömerts 50-Meter-Pass verwertet Samuele Campo mit einem präzisen und technisch brillanten Volley. Das ist fast nicht zu verteidigen und schon gar nicht zu halten. Der FCZ will sofort reagieren. Sertic zieht seinen Eckball direkt auf den nahen Pfosten. Omlin wäre wohl zur Stelle gewesen. In der 73. Minute gerät Zürichs junger Captain Rüegg unter Druck. Sein Rückpass gefährlich. Doch Van Wolfswinkel kommt auch in 3 Anläufen nicht an Brecher vorbei. Und gleich noch einmal dasselbe Duell. Der Niederländer zieht aus Spitzenwinkel ab. Toll gemacht von beiden Akteuren. Die 89. Minute. Kuzmanovic lanciert Ajeti. Und der trifft Mutterseelen allein zum 2:0 für die Basler. Es ist die Entscheidung und ein verdienter Sieg für die Gäste. Aber ist das Tor auch korrekt? Gleiche Höhe oder knapp nicht mehr, kaum zu sehen. Es ist Ajetis 12. Tor in dieser Saison. Kurz darauf ist Schluss. Der FC Zürich hat sich nach der Pause gesteigert, aber auch 2 Gegentore erhalten. Und der FC Basel präsentiert sich in diesem Frühjahr einmal mehr ganz stark.